herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Ich zeige euch heute das Rezept für köstliche Bratäpfel in der gesunden Variante. Die duften herrlich und sind ganz einfach zubereitet. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für die Bratäpfel benötigt ihr 4 große Äpfel. Ich verwende dafür heute die Sorte Boschkopf. Braeburn-Äpfel eignen sich auch dazu gut. Ich mache eine gesunde Fülle ohne Marzipan. Dazu mische ich in einer Schüssel die Zutaten. Ihr benötigt Haferflocken. Dazu gebe ich noch Pekannüsse, die hacke ich grob. Rosinen, wer Rosinen nicht gerne hat, kann die auch weglassen. Oder es eignen sich auch gut kleingeschnittene Datteln oder Aprikosen. Etwas Zimt. Nelken. Die trockenen Zutaten mische ich bereits miteinander. Als super leckerer Marzipanersatz verwende ich Mandelmus. Wenn ihr die Äpfel sofort zubereiten möchtet und zu Hause kein Mandelmus habt, eignet sich alternativ auch eine andere Nussbutter wie Erdnussbutter oder Cashewnussmus. Aber am besten wird es mit Mandelmus. Ein Esslöffel dazu. Sowie für die süße Avancierung. Alles vermische ich miteinander. Das Ganze sollte anschließend binden und so eine schön klebrige Konsistenz haben. So stelle ich das Ganze zur Seite und kümmere mich um die Äpfel. Die Äpfel, die gebe ich in eine ofenfeste Auflaufform. Ich habe meine schon mit ein bisschen Kokosnussöl eingefettet oder ihr könnt auch weiche Margarine oder Butter nehmen. Die Äpfel entkerne ich. Und damit die Fülle gut hineinpasst, begrade ich sie oben auch nochmal. Ich mache da noch mal ein bisschen mehr Platz für die Fülle. So stelle ich den Apfel in die Auflaufform. Den Deckel mit Stiel darauf setzen möchtet, könnt ihr auch zuerst diesen abschneiden und dann wieder das Kerngehäuse entfernen. Ich bin da wieder ein bisschen großzügiger, damit genug Füllung reinpasst und gebe den Apfel in die Auflaufform. Zum Füllen ist es gut, wenn ihr vielleicht einen kleinen Löffel nehmt, der dann gut in die Äpfel hineinpasst. Wenn am Ende ihr noch Fülle habt, einfach die gut hineinstopfen und es andrücken. Das passt genau hinein bei meinen 4 Äpfeln. So sind meine Äpfel fertig gefüllt und bereit für den Ofen. Ich setze aber jetzt oben drauf noch die Deckel. Optional könnt ihr vor dem Backen nun noch ein bisschen Kokosnussöl auf jeden Deckel setzen. So backe ich die Äpfel bei 200 Grad für ca. 25 bis 30 Minuten. Bei mir duftet es jetzt schon herrlich, bald sind die Bratäpfel fertig. Dazu passt natürlich köstlich eine Vanillesoße oder ich zeige euch heute eine ganz einfache Variante für eine Joghurtsoße. Ich habe dazu schon Joghurt abgemessen. Ich verwende ein Sojajoghurt Natur. Dazu gebe ich etwas gemahlene Vanille sowie ein bisschen Kurkuma und süße mein Joghurt mit Ahornsirup. So habt ihr ganz einfach eine leckere Soße zubereitet. Ich liebe das immer, den Kontrast, der warme Bratapfel und dazu eine kühle Vanillesoße. Ich habe jetzt die Bratäpfel aus dem Backofen genommen. Seht mir, wie lecker die schon aussehen. Die serviere ich jetzt mit der Joghurt-Vanillesoße. Es ist ein so leckeres und köstliches Dessert und dabei viel gesünder als die herkömmliche Variante mit viel Zucker oder Marzipan. Das Rezept, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich habe euch das Rezept verlinkt. Unten in der Infobox auf meinem Blog www.mrsflori.com. Probiert diese gesunde Bratapfel-Variante unbedingt einmal aus. Wenn ihr das Rezept ausprobiert, schickt mir eure Bilder mit dem Hashtag mrsflori auf Instagram oder Facebook. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.